Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir sind heute den zweiten Tag mit unserem Fendt 724 der sechsten Generation unterwegs, mit unserem Fendt One Bediensystem und sind immer noch am Vorkreiseln, am Meißeln vorbereiten. Und ich dachte, ich nehme euch nochmal wieder mit. Gestern wurde es dann doch recht schnell dunkel, habe ich nochmal die LED-Scheinwerfer ausprobieren können. Das ist natürlich auch eine Wucht, also wenn man das nicht gewohnt ist, ist das schon sehr geil. Und gleich kommt Konstantin hierher und der wird diesen Trecker das erste Mal sehen, das erste Mal dieses Bediensystem ja, in echt sehen, sage ich mal. Und von daher wird es mit Sicherheit interessant sein, wie sein erster Eindruck von dem System ist. Denn einige von euch, die es noch nicht auf der Aritenica oder so gesehen haben, werden natürlich auch noch nicht in echt mit dieser Armlehne oder so zu tun gehabt haben. Und ja, vielleicht ist es ganz spannend für euch zu sehen, wie der erste Eindruck ist, wie Leute auf diese ganze Geschichte reagieren und ja, ob man damit dann tatsächlich auch klarkommt. Und ich sehe schon, da hinten kommt auch eine Ecke. Ich würde sagen, dann bis gleich, Leute, wenn er auf den Trecker steigt. Ah. Junge, direkt die ganze Karre eingesaut. Hallo? Alter. So, was sagst du? Ja, komm hier noch ein bisschen rausgehen. Ach, das ist ja richtig. Heieiei. Ist was anderes? Aber das erzähl mal deine Gedanken, lass die mal alle Teil dran haben. Erstmal sehr viele ungewohnte Knöpfe. Muss ich das reinkommen? Ja, erstmal ein bisschen erschlagen. Man kennt das ja von den Bildern und von den Werbevarianten, aber wenn man es mal so vor sich hat, ist es eine ganz andere Schnacke. Im ersten Moment fehlt einem was. Das gewohnt vertraute Feeling von der Armlehne vom 7er bis zum 9er hoch. Aber, ja. Aber, gut, aber fehlt dir was oder ist einfach nur anders? Nur anders im ersten Moment. Sie müssen aus wie Raumschiff Enterprise, habe ich so gedacht, als ich das erste Mal raufgegangen bin. Ja. Display, das ist natürlich geil. Jetzt kannst du hochschieben. Oh. Weiter, weiter, weiter. Oh, hastig. Ne, muss schon ganz hoch drücken. So, genau. Ah. Und dann bleibt er drin. Und runter kannst du einmal antippen und dann fährt er von selber runter. Wie staubanfällig? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass man das eigentlich nie hochschieben wird. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass man es ganz reinschieben kann. Ja, genau. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich da mal irgendwo ein Bild zu gesehen habe, dass man es ganz reinschieben kann. Kann man jetzt nicht. Aber wenn du so guckst, das nimmt schon doch Sicht weg. Und wenn du auf einmal nur Transportarbeiten oder sowas hast, dann kannst du es hochschieben. Und ansonsten kannst du halt alles hier per Touch bedienen. Das ist komplett gleich alles. Wie ein Smartphone hier, kannst durchwischen. Dir das alles hinlegen, wie du willst. Hast halt jetzt 6 Kacheln hier. Und die kannst du auch verschieden anordnen. Kannst zum Beispiel dann halt auch 4 zusammenlegen. Hier mit dem GPS. Und so würde ich das jetzt zum Beispiel zum Maislegen auch nehmen. Hier quasi GPS. Das kannst du auch per einen Knopfdruck größer machen lassen. Cool. Und hier hast du dann das ISOBUS-Gerät laufen und Section Control im Blick. Ne? Das ist natürlich super geil. Dann kannst du das ISOBUS-Gerät hier oben sozusagen die Großanzeige dran. Kannst du auch machen, kannst du auch machen, ja. Okay. Du kannst auch einzeln da oben laufen lassen und da alles bedienen. Ja. Kann natürlich auch gehen. Und kannst dir dann halt hier auch noch Traktorfunktionen oder sowas dann anzeigen lassen. Und auch hier würde das auch gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man jetzt hier hinkommt. Das ist schon beeindruckend, also muss man echt sagen. Das ist wirklich, wenn du mal da drauf sitzt, also wenn jetzt eine hier, ganz andere Nummer. Ja. Weiß ich gar nicht mehr, wie man das jetzt hier anzeigen kann, muss ich mal nachlesen. Das ist die, aha, das ist auch geil. Dass sozusagen jede Farbe anders belegt ist. Ja, ist aber gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Was ich richtig geil finde, ist Kraftheber jetzt. Kannst du darüber halt feinfühlig steuern, ne? Das für vorne? Wahrscheinlich. Links ist vorne, rechts ist hinten. Also kannst du mal bedienen, kannst du mal vorne zurück. Und wenn du jetzt. Aha! Genau. Das und das Drehrad brauchst du nachher, um damit was einzustellen. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall noch gewöhnungsbedürftig, was man da jetzt das ist komplett. Im ersten Moment ist jetzt für mich wie ein neues Bedienkonzept. So, also jetzt ist er da und dann ist auch ein neues Bedienkonzept. Also das ist nicht irgendwie. Und dann drückst du einmal drauf und dann hat er den. Das Einzige, was uns alte erinnert, finde ich, sind die Farben. Das ist schon mal ganz gut. Das ist alles, was zu sagen. Ja, da findest du die wieder. Das ist schon mal die Grundsache. Und was mir am meisten beruhigt ist, der gute alte Batterietrennschalter. Ja. Ein Traum. Den kenne ich noch. Steht dir nimm mal einen Joystick in der Hand. Was sagst du dazu? Man ist halt ein, ja, man ist ein Gewohnheitstier. Machbar ist das alles, aber irgendwie. Ja, im ersten Moment wäre mir zu klobig. Weiß ich nicht. Bei dem alten fand ich es mal schön, dass es so zum Zugreifen ist. Ja, du auch mal so oder so. Aber hier ist es wirklich so, du hast hier fast nur eine Stellung, wie du die Hand vernünftig aufnehmen kannst. Ja. Rankommen tust du überall, wenn man alle Knöpfe wissen würde. Was ist das da hinten? Das ist für Beschleunigungsstufen. Beschleunigungsstufen und der hier ist für?
Das Tempomat, wenn du den jetzt drehst, das ist doof. Das ist doof. Dann siehst du hier, das war mein erster Gedanke, ja, weil wenn du jetzt so an den Joystick greifst, ja, du kommst, genau, du suchst ja mit dem Daumen ja deine Position irgendwo und da kommst du immer da ran. Genau, und du kommst da gar nicht unbedingt hinter, dass du den Tempomat einstellst. Das ist ein bisschen wild, ja. Also wenn du jetzt auch den zweiten dann anklickst und dann drehst, dann kannst du den halt während der Fahrt verstellen. Ne? Das ist hat halt Vor- und Nachteile. Nein. Nur, ja. Ich würde es halt schön finden, wenn du den einfach sperren könntest, ja, das Rad. Die Funktion rausnehmen könntest. Genau. Wenn hier eine Leuchte dran wäre nochmal, oder hier oben eine Leuchte wäre, wo sagt aktiv und nicht aktiv. Irgendwie sowas in der Richtung, ja. Aber das ist ein bisschen doof. Warte mal, was wieder alles wieder. Der war auf? 5,5 oder so. Keine Ahnung. Ich bin sowieso gerade noch am Einstellen. Weil eigentlich ist mir die Kreisel noch zu flach. Ja, sonst hast du jetzt hier auch proportionale Ventile, ja, also nicht mehr Schwarz-Weiß-Schaltung. Ja, ja. Hier ist jetzt, kannst du eine Spurführung jetzt drauflegen, wunderbar. Das ist schön. Das ist super. Aber es ist wirklich alles. Das ist sehr weit weg. Du musst alles umgreifen. Also das war das Schöne beim alten mit dem Klebeblatt, mit dem Standardklebeblatt oder mit dem, wie man es gewohnt ist, eben einmal rüber und gut ist. Ja, das heißt umgreifen. Also du hast alles an deiner Hand, ne? Ja, aber es ist sehr weit weg. Du musst auch ein bisschen groß machen. Ja. Also ich hatte das gestern schon ohne hingucken, dass ich statt Spurführung habe ich dann wieder Go gedrückt, weil das zu weit oben ist. Hoch war. Aber sonst kannst du dir alles hier hinlegen, wie du willst. Und du kannst jetzt, wie in dem Fall, Klein Go und End vorne nutzen, Groß Go und End hinten, hast die Spurführung separat auf den Knopf. Ne? Das finde ich, find ich super. Ja. Ja. Das ist natürlich geil. Für Freunde, das ist Standard? Nee, wahrscheinlich. Nee. Also, was heißt Standard? Es gibt ja jetzt nicht mehr Profi, Profi Plus, Power, Power Plus, sondern das auch nochmal in verschiedenen Varianten. Ich glaube, sind es jetzt 8 Ausführungen oder so? Ich glaube, du kriegst jetzt die Varianten wie vorher mit dem 3L-Joystick oder mit dem ganz normalen Kreuzschalthebel. Und den Lastschalter. Aber das ist natürlich für Frontladearbeiten richtig geil. Oder auch ja, und vor allem hast du hier auch die Wendeschaltung direkt drauf, ne? Genau. Den Knopf. Ja, brauchst gar nicht mehr umgreifen, ja, nichts mehr. Genau. Nehmen wir das mal bewusst, theoretisch. Genau. Ist hier schon mit Saugrüssel. Das ist schon wieder dran beim Güllefass mit dem Saugrüssel. Das muss ich echt sagen, mit dem blauen und gelben Steuergerät. Hier ist aktuell noch nicht für ISO-Busfunktion freigegeben. Erst ab Juni, Juli die Richtung, soweit ich weiß. Mhm. Und die, also wird ja beworben als 3L-Joystick, also in 3 verschiedenen Ebenen. Du hast halt hinten hinter, wie beim Müller-Joystick, den Kippschalter. Genau, genau, ja. Und ja. Aktuell gibt es auch nur eine Ebene. Also die zweite und dritte Ebene kannst du noch nicht belegen. Leuchtet auch nichts, ja. Aber die Idee ist gut. Der ist uns ganz schön, ja. Naja, da zu wenig Knöpfe für. Von denen auch der direkt als ISO-Bus Steuer nimmt, weißt du? Was heißt zu wenig Knöpfe? Also du hast da dann, ich weiß nicht, 27 Funktionen oder so kannst du drauf legen, ne? Du bist bald da, wo der Müller-Hebel ist, ja, der Spritze. Ja. Und hier kannst du dir auch noch überall ISO-Bus-Funktion drauflegen. Ja. Und hier auch nochmal. Das wäre dann ist cool. Du brauchst den Hebel nicht mehr. Genau. Zusätzlich nicht mehr. Den brauchst du eigentlich nicht. Nein, also es ist, man muss sich mal dran gewöhnen. Und das ist natürlich alles sehr futuristisch. Und das ist natürlich wild. Muss ich sagen. Ja, schon geil. LED-Scheinwerfer richtig geil. Mhm. Habe ich gestern schon einmal angehabt. Das schockt schon. Das ist vertraut, die und die. Das ist auch echt gut. Die Toolbox muss ich echt sagen, die mag ich. Weil von der Leistung ist sie gut. Ich finde es schade, dass da kein zweiter Flaschenhalter ist. Ja, weil ich, Platz wäre jetzt da. Weil, ja, das war beim alten war das enger hier alles, genau. Da wäre jetzt vernünftig Platz für den zweiten, weil das hast du ja mal. Und ja, vor allem eine Flasche Wasser und Kaffeebecher oder so, ne? Ja, ja. Das ist beim Achter cool, der Kaffeebecher halt allerdings. Und die Anzeige ist auch schöner als vorher. Ich dachte erst, das wäre alles zu voll hier. Und du kannst in Einstellungen vernünftig lesen. Weil sie entspiegelt ist, ne? Und du kannst auch alles, ist jetzt auf Automatik gestellt. Aber, jetzt müssen wir kurz gucken, wo ist denn das? Ach hier. Da haben wir jetzt auch Automatik, also ist wie beim Smartphone, hast du hier überall diese Lichtsensoren. Aber hier. Und hier auch den, ne? Aha. Das ist ja schon geil. Und der Handyhalter ist auch besser geworden. Der sieht erst ein bisschen komisch aus, aber den kannst du halt so auseinanderziehen und kannst mal ein Handy reinklemmen hier. Aha. Also der hält Bomben fest und vor allem hast du jetzt endlich mal die Möglichkeit, vernünftig das Handy zu laden, ne? Ja, du kannst hier ein Kabel jetzt rauslegen. Ja, genau. Du hast eben dieses selbstgebastelte Ding irgendwo. Wir fahren hier auf Maschinen für 100.000 Euro und haben irgendwie Kabel dagegen liegen immer. Genau. Wäre natürlich cool, wenn hier irgendwas wäre noch. Ja. Wir gehen nicht jetzt in die Tür, aber wenn hier noch einer wäre. Ja, die Tür ist raus, ne? Ich meine, da kommt von uns auf jeden Fall keiner mehr raus. Aber die Tür ist jetzt halt optional so verfügbar, war vorher nämlich nicht mit der Panoramascheibe, soweit ich weiß. Ja, sehr schön. Ja, ansonsten hier halt sperren und so, ist eigentlich alles selbst erklären. Da ist noch ein Bug drin. Da ist gar nichts mehr drin, gell? Spiegel und sowas machst du ja auch über. Spiegel machst du alles hier, kannst quasi jetzt da oben auf Spiegel gehen. Ah,
Und dann kannst du jetzt auch die unteren kannst du jetzt auch elektrisch einstellen. Das ist schon mal richtig geil. Ja, das ist richtig gut. Ein- und Ausfahren geht es hier nicht, das ist noch manuell. Ja gut, das ist so. Die Grundeinstellung hast du so manuell außen, aber. Danke Manuel. Sehr gerne. Die Spiegel macht Manuel. Ja, vielen Dank. Wahnsinn. Also, ja, ohne Lehrgang geht's nicht mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Also wir haben nicht ohne Grund da 6 Stunden hier aufgesetzt und dann sind alles durchgegangen, ne? Wenn du es überlegst, damals von den alten, jetzt haben wir vom 820 auf die neue 7er Serie damals, das war noch halbwegs irgendwie machbar. Aber mittlerweile ist es ja, mir war es im ersten Moment, klar, man muss sich beschäftigen, mal einen Tag lang auf dem Acker mit, aber im ersten Moment ist es nicht zu viel. Ja, das ist oben sind jetzt die Videoanschlüsse. Drei ist Pflicht. Ja, ja. Also ich brauche beim Güllefass habe ich 3. Einmal meine Teilbrennschaltung, dann das Terminal für das Güllefass und einmal nochmal die separate Arbeitsbeleuchtung für den Saugarm. Da brauche ich 3 Stück. Ja, aber wahrscheinlich kannst du hier oben ja noch optional einen dritten hinkriegen. Aha, ja, genau. Ja, Lochung ist vor. Jetzt haben sie auch ein bisschen was dran gemacht. Ja, sehr schön. Handbremse ist wie immer. Ja. Wahnsinn. Ja, ist schon geil. Also, und man ist grün, hat man sich auch gewöhnt, muss ich ehrlich zugeben. Im ersten Moment denkst du, scheiße, was ist das jetzt, aber... Das ist grün, ja. Aber das wurmt mich jetzt hier. Das ist ein bisschen aufwendig. Ne, wieso der. Ach, jetzt! Ach! Jetzt kommt's. Alter. Also, dann kannst du zum Beispiel, das ist nämlich voll geil, wenn du jetzt zum Beispiel hier überall Isobus-Belegung auf dem Joystick drauf hast, die ganzen Tasten belegt hast und so weiter, weil das manchmal nicht so ganz eindeutig ist. Hier ist nämlich nur so ein Symbol, so ein Viereck, ja, genau. Dass es belegt ist. Und du siehst aber nicht, was es ist. Ja. Und dann kannst du die hier vorne, der Tipper ja auch von Robert, kannst du die hier vorne anzeigen lassen, die Anzeige, genau, drauf ist. Weil das ist nur der Raute mehr oder weniger. Oder? Genau, und dann hast du hier die Armlehnenbelegung und dann siehst du genau, welche Funktionen hier hinterlegt sind sozusagen. Ne? Wahnsinn. Aber das ist, der Tempomat, das ist schwach. Das muss ich nochmal, also das ist wirklich jetzt schon wieder verstellt. Hier, Hydraulikventile, das ist auch neu. Was denkst du, wenn du diesen Stern siehst? Priorität. Okay, für mich ist Stern irgendwie Favorit oder sonst was. Ich wusste erstmal gar nicht. Ich konnte da gar nicht mit anfangen. Weil, ja. Ich frage mich doch einfach, mein Gott. Also, ich fand es sinnvoller mit dem Prio einfach. Ja. Und ich finde, so sieht das aus wie ein Spielautomat. Das ist auch alles Touch, gell? Nee. Das nicht? Nee. Okay. Ja, wollen wir runterfahren oder was? So, dachte, du fragst nicht. So, jetzt muss, was muss ich tun? Einmal zurück. Ja. Und dann gehen wir mal eine Spurführung. Einmal rüberwischen. Komplett. Ja, so. Ja. Und jetzt wollte ich in die 4. Bahn, also einer links rüber. Obwohl, fahren wir einmal rechts an der Kante, ob die Grenze passt. Keine Reifenregler. Ja, Luft habe ich auch abgelassen. Auf irgendwo einen. Du musst das nicht für das Video sagen. Nee, habe ich gestern im Video schon gesagt. Aber sieht so aus. Wenn es passen könnte, wa? Ja, guck mir mal eben eine Spurführung. Das ist Gewohnheitssache, aber du musst echt einen langen Daumen machen. Und komm, was? Ja. Gut, dann fahren wir eben rüber. Aber ansonsten erstmal fahren. Ja, fahren ist wie sonst auch, ne? Wir sind ein 7er, ist so. Ja. Es ist einfach nur ungewohnt und man hat sie über die letzten 10 Jahre, es gibt es schon mal 10 Jahre, das Konzept mit dem Hebel, also mit dem silbernen Fahrhebel. Ja. So, gut, dann einkuppeln. Ja, warte mal, wollten wir richtig verstehen? Ne, erstmal einmal gucken. Okay. Und hier war ich ja schon. Ist zu weit drüber, gell? Nee, fahren wir einfach rein. Aber das ist schon sehr futuristisch im ersten Moment, muss ich sagen. Also rückwärts fahren ist doof, weil du musst. Ja, du kannst nicht richtig umzugreifen. Nee, ne? Das ist genau das, was ich auch gerade beim, wenn ich überlege, wie hastig ich am Hebel rumreiße, wenn ich mit dem Güllefass unterwegs bin und rückwärts reinschiebe. Ja, klack, 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 weißt du? Muss man noch weiter rüber. Nochmal? War jetzt mein Fehler, gell? Ja. Ja. Aber du kannst auch rückwärts da rein und dann gucken. Das macht er jetzt auch? Ja. Ah, das ist gut. Macht er beim GPS aber auch, ne? Ja, du musst es halt, wenn du auf Go und End hast, musst du halt vorwärts rückwärts gehen. Ja, genau, ja, das war das Problem. Ja. Aber das ist gut. Das ist halt das Schöne, wenn man die ganzen Feldgrenzen eingelernt hat, vernünftig. Ja. Wir arbeiten dran. Das ist schon geil, dass sich das alles irgendwie widerspiegelt, das Ganze. Ja, nur man muss erstmal verstehen, wofür die Farben überhaupt sind, weil ich check das jetzt noch nicht so ganz, weil ich weiß nicht, ob hier jetzt das gelbe Steuergerät drauf liegt oder was. Das Grüne. Meine ich, ein Grüne. Ja. Und dass das jetzt nicht gesperrt ist. Ja, so wäre gesperrt und so ist nicht gesperrt. Ja. Alles. Ja, aber wenn du sobald du da ein paar Stunden gemacht hast. Ja, das ist so. Beifahrer sitzt immer gut noch. Ja, wie immer. Bequem, aber nicht zu bequem. Der ist schon sehr bequem.
Ja, du kannst halt so viel einstellen bei der Karre. Wahnsinn, ne? Ist Wahnsinn. Also und das ist halt Fluch und Segen zugleich, ne? Ja. Und das ist die erste Bahn, die du gezogen hast, gell? Ja. Genau, ja. Dann zieh da gut aus. Und genau. Aber wenn du dir das einmal vorkonfiguriert hast, deswegen sind die Profile auch so wichtig, glaube ich, dann findest du dich halt da schnell gut zurecht. Und ich hätte jetzt zum Beispiel schon eingekoppelt, wenn du weißt fahren, dann wirst du schon. Ja, weil es jetzt auch geht. Ja. Ja, ging vorher auch. Oder speicherst du das nie ein, auch rückwärts fahren? Doch. Nee, anscheinend nicht. Ich mach immer klein Go. Nee, mit, doch, stimmt. Mit, ja, doch. Das geht ja. Vorwärts fahren. Ja, vorne mal zurück, wenn wir mal zurückstellen. Hilft nichts. So Leute, da bin ich wieder. Vorhin habe ich ja mit Konstantin das eine Stück nochmal komplett fertig gemacht. Eigentlich wollte ich euch noch Aufnahmen zeigen, wie ich das Vorgewende von innen nach außen ganz bequem mit den Kontursegmenten abgearbeitet habe. Das habe ich in dem Zuge dann nicht mehr dann noch geschafft, das auch noch nebenbei zu filmen bzw. rüber zu fliegen. Das können wir dann bei der Fläche hier machen, wenn ich soweit bin. Und ja, vorhin hat sie die Kamera abgeschaltet. Da war ich zum Mittag drin. Jetzt bin ich wieder zum nächsten Stück, wie gesagt, gefahren. Und dann hatte ich wieder einen kleinen Bug. Was auch immer das jetzt war, denn ich bin hier aufs Feld raufgefahren und dann ging die automatische Felderkennung wieder nicht. Und das hatte ich letztens auch schon, als ich mit Robert unterwegs war, als wir den Trecker neu gestartet haben. Und jetzt bin ich, also ich bin eben aufs Feld raufgefahren und dann hat er kein Feld erkannt. Und wenn ich dann hier in die Feldeinstellung reingehe, dann war hier dieser Auto-Button, in die Feldverwaltung natürlich, dann war hier dieser Auto-Button ausgegraut. Keine Ahnung, was es war. Dann habe ich das Feld manuell ausgewählt. Und nachdem ich das dann geladen hatte, konnte ich den hier wieder anklicken. Ich bin jetzt eben nochmal vom Stück runtergefahren, habe nochmal das vorherige ausgewählt, habe den Trecker nochmal ausgemacht und wieder neu gestartet. Und jetzt ist es wieder drin. Also das scheint noch irgendwie irgendeine Kleinigkeit zu sein, die noch nicht ganz richtig läuft. Also falls ihr das Problem haben solltet, dass die automatische Felderkennung nicht funktioniert. Bei mir war es jetzt so, dass ich einfach einen Schlag auswählen konnte oder den, wo ich jetzt draufstehe. Und danach war das dann wieder vernünftig hinterlegt. Ich habe das Ganze eben jetzt halt schon bestätigt. Ich kann nochmal eben anderes auswählen. So, jo. Und wir sind jetzt aber hier auf Arisch. So, und wenn wir das bestätigen, dann fragt ihr uns, wie gehabt, ob wir jetzt Kontursegmente, Einzelspur oder entsprechend die A+-Winkel auswählen möchten. Wir wollen aber mit den Kontursegmenten erstmal arbeiten, keinen Auftrag hinzufügen und können jetzt damit arbeiten. Ja, und jetzt funktioniert auch die automatische Felderkennung wieder. Ja, gute Frage, was er da hat. Und dann habe ich noch gesehen, in dem letzten Video hatte ich, als ich losgelegt habe zu kreiseln, noch die Frontkraftheber auf Doppelwind stehen, falls das irgendeiner von euch gesehen hat. Und der erste und zweite Vlog ist auch noch gar nicht mal geschnitten. Jetzt, wo ich den hier filme, also ich muss mich jetzt langsam ein bisschen ranhalten. Ich dachte aber auch, es kommt ein bisschen schlechteres Wetter zwischendurch, wo ich es hätte schneiden können. Das ist nicht der Fall. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Verzug und habe jetzt schon den dritten in Gange, bevor ich die erste Mal noch geschnitten habe, geschweige denn hochgeladen. So, wir sind jetzt auf dem nächsten Stück. Wir klappen jetzt einmal aus und dann nehme ich euch nochmal mit, wenn ich so ein bisschen was hier abgearbeitet habe. Mal gucken, wann ich ein paar Aufnahmen mache. Spätestens wenn wir mit den Kontursegmenten den Schlag, die Vorgewände von innen nach außen abarbeiten, weil dann sehen die Ecken immer recht sexy aus. So Leute, nochmal eben einmal zwischendurch eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dass der immer um die Linie jetzt so ein bisschen rumgetänzelt ist. Das hat er gestern nicht so extrem. Hier würde es vermutlich sein, weil wir von der anderen Seite angefangen haben zu flügen und er immer da durchfährt und dann mit dem Frontpacker, da versucht immer so ein bisschen aggressiver auszugleichen und dann ist er halt immer so ein bisschen um die Linie umzugetänzelt. Und wenn wir jetzt hier in die Einstellung beim Fan-Guide gehen, ich drehe mal eben einmal um. Oh, da merke ich gerade, wir haben auch noch gar kein Auto-Teach-In an, beziehungsweise Fan-TI-Auto oder wie es jetzt heißt. Noch nicht aktiviert, das können wir auch gleich nochmal eben einstellen. Ich fahre mal eben in die neue Bahn rein. So, dann lassen wir den eben runter. Vorne auch. So, und wie gesagt, wenn wir im Fan-Guide unten in die Einstellungen gehen und dann hier oben auf das Lenkrad, dann haben wir hier auch ganz normal die Lenkempfindlichkeit und Auffahrverhalten, wie wir es bereits von den anderen Varios kennen. Und da probiere ich gerade ein bisschen mit rum, mit der Lenkempfindlichkeit, dass er eben schnurgerade rüberfährt.
Ist jetzt beim Kreiseln nicht so höchst relevant. Nachher beim Maislegen ist es natürlich interessanter, aber fürs Auge ist es natürlich schöner, wenn das alles schnurgerade und schick aussieht. So wie ich es jetzt habe, sieht es eigentlich recht gut aus. Und dann wollten wir ja noch das Auto-Teach-In oder Find-Teach-In Auto oder wie es jetzt heißt, noch nutzen. Dafür, jetzt muss ich eben überlegen, müssen wir auch, also genau, hier ein weiter in den Einstellungen und hier in unsere Vorgewende-Einstellungen. Sieht eigentlich ähnlich aus wie auch vorher schon mit den Fähnchen und so weiter, nur halt so ein bisschen moderner. Und was man hier jetzt nicht so unbedingt sieht, habe ich glaube ich vorhin schon zu Konstantin gesagt, dass man hier auch noch runterscrollen kann, dass man sagen kann, was er da wo machen soll. Und ja, Go End passt hier schon. Und wir möchten jetzt die Fähnchen einstellen. Dafür müssen wir die aktivieren. Also den Lernmodus heißt er jetzt hier. Können wir einmal drücken und dann wird er das jetzt wohl gleich übernehmen. Er ist jetzt gerade bei 0 Meter. Wir fahren jetzt aufs Vorgewende zu und sobald wir dann gleich Go und End drücken, wird er das wohl merken. Ich merke gerade, wir haben jetzt hier groß Go und End und nicht klein Go und End. Ich muss auch gleich mal kurz gucken, wie wir das machen. Also wir drücken jetzt klein End und dann groß End. So, und bei groß End sagt er jetzt ausgewählte Sequenz für das Ausfahren erkannt, automatisch gesetzt und jetzt sagt er hier auch 6 Meter in Bezug zu der Vorgewendelinie, die wir eingestellt haben. Ist jetzt 9 Meter Vorgewendelinie, ich weiß gar nicht, wo die herkommt. So, und wenn wir jetzt in eine neue Linie reinfahren, drücken jetzt groß Go. Dann sagt er, ausgewählte Sequenz für das Einfahren erkannt. Bestätigen wir auch. Und jetzt hat er da 1,07 Meter in Bezug zur Vorgewendelinie. Und dann sollte er jetzt zumindest die Heckkraftheber in dem Abstand, in dem gleichen Abstand ausheben und wieder ablassen. So, die Frage ist jetzt nur, wie wir Frontkraftheber auch noch mit dazu kriegen. Denn wir sehen hier, dass wir hier halt wie vorher auch die einzelnen Teach-In-Sequenzen einlernen können. Bedeutet, ich müsste jetzt eigentlich die Frontkraftheber auch mit auf Großkohlen entlegen und könnte die jetzt nicht separat nochmal ansteuern, sozusagen, dass ich nochmal ein zweites Fähnchen habe, woran sich die Frontkraftheber dann orientieren. Ich lasse es aber jetzt so laufen, dass ich quasi die Heckkraftheber, also die Kreiselecke, per Auto-Teach-In laufen lasse und die Frontkraftheber hole ich mir jetzt manuell hoch und runter. Da kommt es auch nicht so drauf an, aber wenn ich die, oh hier, da sind wir noch Dünger streuen, Kreiselecke möchte ich die gleichen Ein- und Aussätze haben, deswegen lasse ich das so. Also wir sind jetzt gleich wieder an unserem Vorgewende. Könnt ihr das eigentlich alles so da erkennen? Ich hoffe schon. So, wir fahren mal ein Stück weiter. So, und jetzt sehen wir hier die Vorgewendelinie. So, ich werde jetzt klein End drücken, um die Frontkraftheber auszuheben. Und ja, das macht er natürlich nicht, weil ich Auto Teach-In nicht aktiviert habe. Betätige die Aktivierung von TI Auto. Ja, bestätigen. Ja, jetzt werden auch die Fähnchen angezeigt. Ja, Anfängerfehler. Dann fahren wir mal in die neue Bahn rein. Aktivieren unsere Spurführung und jetzt müsste er aber automatisch runtergehen, jawohl, und die Frontkraftheber lasse ich manuell runter und dann habe ich da jetzt die gleichen Ein- und Aussätze, zumindest mit der Kreiselecke, also das funktioniert auch schon mal. Übrigens ist aktuell in dem Fendt 700 der 6. Generation nur Fendt TI Auto zu bekommen. Und das gesamte TI-Headle noch nicht. Also der Turn Assisted ist hierfür aktuell noch nicht verfügbar. Wird aber, denke ich mal, in den nächsten Updates irgendwann Richtung Ende des Jahres oder so dazukommen. Also aktuell, wie gesagt, nur Auto-Teach-In, was ja auch den meisten voll und ganz reichen wird. Und Turn Assisted wird dann entsprechend wohl noch dazukommen. So Leute, eine ganze Ecke weiter wollte ich euch nochmal wieder abholen. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen wieder angepasst. Auto-Teach-In läuft weiter wie gehabt, er zählt hier auch schön runter, ist alles schön übersichtlich, muss ich sagen. Wenn wir hier rauf tippen, kommen wir jetzt nicht automatisch ins Auto-Teach-In, das wäre natürlich noch ganz cool. Ich habe die Werte jetzt noch ein bisschen angepasst, also
Er schaltet jetzt noch ein bisschen später aus, ein bisschen früher an, beziehungsweise lässt ein bisschen früher runter und hebt ein bisschen später aus. Also ich habe jetzt nur Frontkraftheber hochgelassen und die Heckkraftheber zieht er jetzt von selber hoch. Ja, wir machen, oder wir sind hier mit 1400 Motorumdrehungen unterwegs, 740 Zapfwellenumdrehungen bei etwa 7,5 km/h, 7,6. Wir haben immer so 0-2% Schlupf. Das wird uns auch hier vorne direkt im Terminal angezeigt. Das ist auch schon mal eine super Sache. Und sind bei einem Verbrauch von maximal 30 Litern pro Stunde gerade. Wenn man hier unten rauf tippt auf die Zeile, kommt man auch direkt an den Kraftstoffverbrauch. Da kann man ganz easy auf Liter pro Hektar oder Liter pro 100 Kilometer auch umstellen. Natürlich auch, wenn wir nur ein Arbeitsgerät hinterlegt haben. Ich kann jetzt mal auf Liter pro Hektar gehen. Dann sind wir hier irgendwo immer, ja, je nachdem, wie tief der Träger jetzt hier auch wegsackt, wie mild der Boden ist, sage ich mal, irgendwo zwischen 5 und 7 Liter pro Hektar. So, was mir aber noch aufgefallen ist, ich habe ja gestern oder in dem letzten Video bereits gesagt, dass, oder mein Handy ja verbunden, und habe ja gesagt, dass das eigentlich recht gut ging und easy peasy funktioniert hat mit meinem Android-Telefon. Das war im ersten Moment so, aber leider im Nachgang dann irgendwie doch nicht, weil er mich immer wieder rausgeschmissen hat und die Kontakte auch nicht laden wollte. Habt ihr es gehört? Also die Töne sind übrigens auch anders, also vom Auto-Teach-In, vom Spurführung einkuppeln und so. Das hört sich mittlerweile ein bisschen angenehmer an, dass nicht mehr dieses komische Piepen, ihr weißt gar nicht, was ich meine. Also wenn ich jetzt drücke, habt ihr wahrscheinlich gehört. Und jetzt auch Auto-Teach-In. So, und jetzt lässt er runter. Hört sich aber ein bisschen schöner an als die vorherigen Töne. Und nochmal zurück zum Handy. Er hat mich halt immer rausgeschmissen hier. Und hat auch die Kontakte nicht geladen und Musik konnte ich auch nicht abspielen. Und dann habe ich eben nochmal mein iPhone verbunden, also Filmtelefon, und damit ging es jetzt erstmal reibungslos. Also da kann ich auch easy Spotify hören und so weiter auf Bluetooth umschalten und da kann ich auch meine Kontakte einsehen. Da kann ich jetzt ins Telefon. Wir können ja auch mal die Freisprechanlage ausprobieren. Die habe ich nämlich jetzt noch gar nicht getestet. Wir können dafür einfach mal meine Oma anrufen, würde ich mal sagen. Dafür können wir auch hier mal auf das Terminal gehen, dann könnt ihr das hier vielleicht ein bisschen sehen. Ist jetzt gerade noch nicht so günstig mit den Kameras. Ich habe die jetzt hier oben festgemacht und leider noch keine hier direkt aufs Terminal. Ist halt ein bisschen blöd, die hier irgendwie so festzumachen und zu halten, während ich fahre. Wir gehen hier mal jetzt in unser Telefon. So, und dann wollen wir eine Nummer wählen. So, das ist jetzt mal meine Oma. Mal gucken. Wählt auf jeden Fall schon mal. Oh, mal gucken. Strich. Ja, moin Oma. Ja, moin. Ich wollte nur mal eben, verstehst du mich gut? Ja. Warte mal eben kurz, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Also hier mit dem Drehrad auf der Armlehne kann ich auch ganz einfach die Lautstärke von der Freisprechanlage runterdrehen. Oma, du bist gerade live im Video. Ja. Und zwar teste ich gerade die Freisprecheinrichtung einmal aus. Also hier im Terminal wird jetzt ganz normal wie im Auto auch auflegen und Lautsprecher und so weiter alles angezeigt. So, Oma, ja. Und wie verstehst du mich jetzt? Ist gut oder was sagst du? Ich verstehe dich gut, ja. Ja, hier sind jetzt auch sieben Mikrofone in der Kabine verbaut, um einen besseren Klang zu haben. Ja. Dazu müsst ihr wissen, dass ich gerade auch auf Festnetz anrufe. Also vielleicht ist es von Handy zu Handy ein bisschen anders. Also ich telefoniere jetzt vom iPhone aus Festnetz. Aber das scheint schon mal gut zu gehen. Also Telefonnummer wird mir angezeigt, Kontakt, Gesprächsdauer und ja, darüber kann ich jetzt auch ganz easy wieder auflegen. Wo bist du denn jetzt auf dem Feld? Ich bin auf dem Feld unterwegs, ja. Ich bin gerade mit der Kreisellecke unterwegs. Ja, dann schlagen wir nachher nochmal, ne? Alles klar. Alles klar, Oma, bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, und dann können wir hier übers Terminal auch wieder auflegen. Und jetzt raus, jetzt drehen wir nochmal am Rad. Ja. Und dann sind wir direkt wieder im Radio. Dann können wir
quasi über die Lautstärke hier in der Armlehne auch wieder die Lautstärke von dem Radio anpassen. Also mit dem iPhone funktioniert es auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Android bei mir aktuell noch nicht so gut. Ja Leute, so viel erstmal dazu. Alles klar. Denn bis später. So, wir haben jetzt das Feld so weit rüber abgearbeitet. Ich kann mal hier in die Feldansicht gehen. Also wir haben jetzt hier quasi das ganze Stück einmal rüber abgearbeitet und das Vorgewände außenum zu freigelassen. Also vier Bahnen außenum zu sind frei. Das Ganze kann man natürlich jetzt schön machen, wenn man die Grenzen vorher einmal akkurat aufgezeichnet hat und jetzt mit Kontursegmente arbeitet, kann man ganz easy halt das Vorgewände abarbeiten, die Spurlinien wechseln automatisch und das ist halt echt eine super Sache und vereinfacht das Ganze auch nochmal ein Stück weit. So, wir haben jetzt das Segment festgesetzt. Übrigens, in dieser Ansicht kann man immer noch nicht zoomen. Also ich hatte ja bereits in dem Video zum TI Headland gesagt, dass ich in dieser Ansicht, wo man die Spurlinie neu berechnet, dass man ja die gleiche Ansicht hat und dann hier so reinzoomen kann und sich das Feld dann hinschieben kann und so. Finde ich super geil, ist in diesem Trecker jetzt leider auch immer noch nicht vorhanden im Vario Guide bzw. Fend Guide, kann man also immer noch nicht. Und wir wollen jetzt das Kontursegment, was wir hier festgesetzt haben, diese Gerade sozusagen, die wollen wir jetzt wieder lösen. Dafür einfach in unsere Einstellung gehen und dann hier im Bereich der Spurlinien in dieser Leiste kann ich jetzt nicht einfach das Festsetzen deaktivieren bzw. die Linie wieder lösen, sondern muss da erst reingehen und dann in den Kontursegment-Manager, dachte ich eigentlich Kontursegment-Management und das da lösen. Jetzt ist das aber immer noch grau. Ich sehe jetzt hier, dass eine Linie grün hinterlegt ist, also ein Name grün ist. Wenn ich da reingehe, dann sehe ich, dass das festgesetzt ist. Also muss ich hier rein, das wieder lösen. Ja, sind jetzt vielleicht sogar unnötig viele Stufen wieder nach unten, um das zu lösen. Aber gut, ist doch noch recht einfach. So, wenn ich dann zurückgehe, sieht man direkt, dass meine Kontursegmente gelöst sind. Und je nachdem, wie ich hinfahre, wechselt der halt die Segmente. Und wie man auch schön erkennen kann, dass die Segmente schon drüber geschoben sind. Also ich habe bereits zu Beginn, als ich auf das Feld draufgefahren bin, hier drüber alle Segmente um 2,50 Meter in die entsprechende Richtung geschoben. Und jetzt habe ich außen rundum zu vier Kontursegmente jeweils frei, die ich jetzt ganz bequem abarbeiten kann. Also jetzt sieht man, dass die Segmente halt wechseln. Und wenn ich jetzt in die vierte Bahn reinfahre, ja, da hat er ja schon eine Markierung von vorhin noch, nur nicht beachten. Und wenn ich jetzt hier reinfahre und Spurführung einkuppeln, dann kann ich jetzt das Stück von innen oder das Vorgewände von innen nach außen rüber abarbeiten. Was mir gerade noch auffällt, hier ist ja dieser Auto-Teach-In-Button hingekommen. Finde ich auf jeden Fall auch eine gute Sache. Macht das Ganze auch nochmal ein bisschen übersichtlicher. So, wenn wir jetzt hier reinfahren, einfach Go drücken. Nochmal Klein-Go. Also Auto-Teach-In habe ich jetzt deaktiviert. Jetzt mache ich wieder alle Regelungsaufgaben manuell. So, und jetzt arbeiten wir das Feld von innen nach außen rund und zu ab. Ich würde euch sagen, ich fahre eben ein, zwei Mal um zu und dann schmeiße ich nochmal die Drohne in die Luft, dass ihr seht, wie geil das von oben aussieht. Zwei Schläge weiter. Auf diesem Feld hier wird auch noch ein bisschen mehr passieren. Übrigens, hier an dem Drehrad, an dem Joystick, kann man ja den Tempomaten direkt verändern. Und das ist wirklich doch gar nicht so schlecht. Also, ja, mir fehlt halt, dass man das rasch sperren kann. Aber jetzt hier zum Beispiel kommen wir von einer sandigen Ecke in eine schwere und dann kann man ganz easy peasy die Geschwindigkeit anpassen. Ich weiß, man könnte theoretisch auch von Tempomat auf Tempomat 2 umstellen und so weiter. Aber so kann man jetzt stufenlos die Geschwindigkeit hier ganz easy anpassen. Dafür auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, auf dieser Ecke haben wir wie gesagt noch ein bisschen mehr vor. Aber mehr dazu in den kommenden Videos. Ich muss euch auch ein bisschen heiß machen. Ne? Mal gucken, ob ich diese Ecke hier noch fertig kriege heute. Ansonsten geht es morgen weiter. Aber ich glaube, dann werde ich euch nicht nochmal wieder mitnehmen, weil ich glaube, irgendwann reicht es dann auch vom Kreiseln.
Das nächste Video wird dann wahrscheinlich während des Maislegens sein und vielleicht kommt vorher auch schon ein Erklärvideo raus. Ich weiß gar nicht, ich bin gerade in einer riesen Zeitblase. Aktuell wurde noch gar kein Video von denen hier mit dem Fan1 veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob die Videos überhaupt gut ankommen, wie ihr das findet, dass ich euch so mitnehme bei der Arbeit und wie ich mich daran taste. Ja, ich bin gespannt auf das Feedback, was ihr so sagt zu dem Fan1, zu dem Bediensystem. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich auch wieder zum Fan1, gehe ich mal stark von aus. Und ja, Leute, bleibt gesund, macht's gut und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.